Willkommen bei Smartliste. In diesem Video besprechen wir den besten Standlautsprechertest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Standlautsprechertest, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Mohr 1 Paar Standlautsprecher. Der nächste Punkt in unserem Standlautsprecher-Kontrast auf stern.de wird zusätzlich von Mohr produziert. Es handelt sich dabei um die SL15, die im Doppelpack angeboten wird und kostenmäßig im Einstiegssegment deutlich mehr ist. Diese Lautsprecher verfügen über ein Drei-Wege-System mit einem 25 mm Hochtöner, zwei 100 mm Mitteltönern sowie einem 200 mm Tieftöner. Dieser entwickelt einen großartigen Klang und auch eine neutrale Kontrolle mit dem Tiefbass. Dieses System ist darüber hinaus vorzugsweise auf Ihr Heimkinoerlebnis abgestimmt. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Neumann Reference 801. Gegenwärtig verwalten wir den Referral 801 vom Anbieter Neumann. Diese Audio-Lautsprecher verbleiben im mittleren Preissegment und kommen sicher auch barweise zu Ihnen nach Hause. Mit dem Drei-Wege-System bieten Ihnen diese Standlautsprecher ein natürliches und gleichzeitig angenehm warmes Geräusch. Das Rauschen ist im Tieftonbereich wirklich präzise und hat keine spürbaren Basstöne. Der Lautsprecher verfügt über zwei 165 mm Tieftöner, einen 165 mm Mittelton-Lautsprecher sowie einen Hochtöner mit integrierter Neumann-Audio-Übersicht. Die Unempfindlichkeit liegt bei 4 Ohm und die Gleichmäßigkeitsanordnung bei 35 bis 22.000 Hertz. Auf Platz 3 haben wir die Mohr 1 Paar Standlautsprecher. Der nächste Punkt in unserem großen Standlautsprechervergleich auf stern.de kommt von Mohr. Diese Standlautsprecher, die im Doppelpack erhältlich sind, haben einen moderaten Preis und sind damit auch für Einsteiger gut geeignet. Die Standlautsprecher verfügen über ein Zwei-Wege-System für ein klar definiertes Geräusch. Zum Einsatz kommen zwei 165 mm Tieftöner und ein 25 mm Gewebehochtöner mit sicheren Zellulose-Membranen. Die Frequenzweiche hat 12 Dezibel im HP-Hochtöner sowie 6 Dezibel im LP-Tieftöner. Wenn man der Musik Aufmerksamkeit schenkt, hat man einen Frequenzbereich von 38 bis 21.000 Hertz. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Magnat Monitor Supreme. Als nächstes kommt der von Magnat erzeugte Monitor Supreme 1002i zum Einsatz. Vom Preis her sind diese Lautsprecher tendenziell in der unteren Variante angesiedelt. Wenn Sie das Gerät jedoch mehrfach einsetzen wollen, müssen Sie die gewünschte Anzahl von Lautsprechern separat erwerben. Dieser Lautsprecher liefert ebenfalls 75 Watt RMS-Leistung und ebenfalls 150 Watt optimale Leistung. Die empfohlene Verstärkerleistung beträgt 30 bis 380 Watt. Der Magnat-Standlautsprecher verfügt über ein Drei-Wege-System mit Hoch-, Mittel- und Tieftönern für ein hohes Klangniveau und einen großen Regelbereich. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Quadral-Standlautsprecher. Es geht weiter mit den Quintas 606-2 des Herstellers Quadral. Diese Audio-Lautsprecher sind ebenfalls in der Einstiegsklasse angesiedelt. Sie erhalten ein Doppelpack. Die Nennbelastbarkeit liegt bei rund 140 Watt, die Belastbarkeit der Songs bei 280 Watt. Die Unempfindlichkeit bietet viele Möglichkeiten mit einer Vielfalt von 4 bis 8 Ohm. Mit diesen Lautsprechern ist eine ebenso klare wie spezifische Klangwiedergabe möglich, nicht zuletzt dank des Drei-Wege-Systems mit dem 25 mm Hochtöner, dem doppelten 175 mm Tieftöner und auch dem Mitteltöner mit 150 mm. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen.